Ja gut, ich glaube, in der ersten Halbzeit kriegen wir ja, durch einen Konter das 1-0, wo die vielleicht, ja, wo wir eigentlich, sag ich mal, sehr dominant waren, aber irgendwie kaum zu Torchancen gefunden haben. Und ja, in der zweiten Halbzeit sind wir irgendwie gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Und ja, es war dann im Großen und Ganzen in allen Bereichen einfach zu wenig dann gestern. Jetzt war es auch ähnlich so wie in den letzten Wochen, dass ihr so gewisse Tugenden nicht auf den Platz bringen könnt gegen einen Gegner, der dann da ganz leidenschaftlich kämpft. Aber warum schafft es einfach auch euer Spiel dann nicht so aufzuziehen? Warum tut ihr euch da gerade so schwer? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, es fehlt einfach, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, so irgendwie ein bisschen das Selbstverständnis, so das Selbstvertrauen. Das sollte uns eigentlich nicht fehlen in der Situation, wo wir sind. Ja, und dann sieht es von außen natürlich auch blöd aus. Ich bin so von der Einstellung von den Jungs, ich glaube, oder ich merke, dass jeder will, dass jeder Gas geben will. Aber es fehlt dann halt natürlich an so einer gewissen Überzeugung. Ja. Ja, wie kommt man da aus so einem Abwehr, aus so dieser Abwärtstendenz, wie kommt man da wieder raus? Du hast es ja doch auch in deiner Karriere ähnlich schon mal erlebt, solche Phasen. Wie schafft man es, sich da wieder rauszuarbeiten? Ja, dass man sich halt aufs Wesentliche konzentriert, dass man ja tägliche Arbeit ja, zu 100% angeht. Das stimmt auch, aber es muss halt dann, muss vielleicht noch mehr werden, noch mehr Fokus drauf gelegt werden. Und ja, vor allem gilt es daran, ja, das als Team zu schaffen, weil alleine geht es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, da haben wir gestern auch gemerkt, dass die Fans hinter uns stehen und dass das uns auch nochmal zusätzlich den Rücken stärken muss. Was ist jetzt angesprochen? Ihr seid dann nach dem Spiel noch in den Block gegangen zu den Fans. Wie hast du das empfunden? Ja, es war auf jeden Fall ja, sehr ermutigend von den Jungs und Mädels. Ja, es ist immer was Besonderes hier. Ich glaube, da sieht man auch, dass wir eine große Jahn-Familie sind und dass es nicht auf Einzelne runterbricht, sondern dass wir das auch. Sie wollen es mit uns schaffen, wir wollen es mit Ihnen schaffen, dass wir wieder den Bock umstoßen. Und so war auch die Ansage im Block. Und ich glaube, da kann man dann auch, oder sollte man dann auch noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen daraus schöpfen und ja, noch mehr mit breiter Brust auftreten. Ja, jetzt steht Länderspielpause an. Erst in 2 Wochen geht es dann weiter gegen Halle. Jetzt mit der aktuellen Situation tut es dann gut, vielleicht sogar jetzt auch mal versuchen, den Kopf frei zu bekommen und dann ja, neue Energie zu schöpfen für diesen Endspurt mit dem. Ja, ich denke schon, ja, dass die Pause uns jetzt mal gut tut, dass wir auch durchschnaufen können. Für die Jungs, die ein bisschen hinten dran sind, dass sie ein gutes Spiel machen können. Und dann ja, wieder volle Attacke auf die letzten 8 Spiele. Und da tut so eine Pause dann wahrscheinlich auch ganz gut.